tutti, ich bin Luisa Occhionero, die Inhaberin und Köchin des Restaurants Luisella in Mannheim in die Langerothe Straße. Wir sind heute hier, um zusammen zu kochen. Ich freue mich, euch in meine Küche einzuladen und wir gehen gleich und kochen wir zusammen leckere und einfache Gerichte, die einfach super sind. Bis bald, Kimpia, ciao! Salve a tutti, schön, dass ihr wieder da seid und wir vorbereiten heute einen Teig, auch einen Nudelteig, für die Lasagne, für die Cannelloni und vor allem für die Ravioli. Wir werden heute eine Maschine benutzen, aber nicht komplett, wir werden dann weiter den Teig auch mit meinen Händen weiter kneten. Jeden von euch hatte zu Hause vielleicht eine Küchenmaschine, in dem Fall ich benutze eine KitchenAid und ich werde zwei verschiedene Einsatz benutzen, und zwar eine Knetenhaken und eine Flachrührer. Wir fangen an mit dem Flachrührer. Gebe ich das Mehl drin. Ich habe gewählt in dem Fall eine schöne Hartweizenmehl und ein bisschen Vollkornmehl dazu. Sie sehen, ich benutze überhaupt keine Wasser, ich benutze nur Eier und ein bisschen Öl. Und los geht's mit der Maschine. Wir werden die Maschine kneten lassen. Es wird eine Weile kneten, so bestimmt so 6-7 Minuten. Und dabei werden wir merken, dass der Teig nicht kompakter wird, sonst wir haben nur einen Effekt von Stücken. Ich tausche jetzt gerade diese Flachrührgeräte und setze ich eine Knethaken, damit wir noch ein bisschen weiter den Teig kneten können. Bei Kneten werden wir weiter so eine Konsistenz von der Teig, die immer noch kümmerlich ist. So sind so wie kleinere Stücke. Jetzt, wenn ich meine Maschine vom Restaurant benutzen würde, das ist eine Profimaschine, dann könnte ich diese Konsistenz durch diese Maschine weiter laufen lassen und durch diese Matrize, Bronzmatrize, hätte ich hier eine super Pasta. Natürlich jetzt wollen wir das komplett mit unseren Kräften fertig machen. Unsere Maschine ist nicht so stark, das schafft den Teig komplett zu kneten, weil dieser Teig für die Ravioli ist ein Teig, die sehr, sehr können wir sagen, trocken ist, also nicht so feucht, und der Grund ist, weil wir eben die Füllung für die Ravioli benutzen wollen. Und diese Füllung ist egal welche, hat immer einen bestimmten Anteil an Feuchtigkeit. Dadurch würden wir diese Lasagna-Blätter für die Ravioli dann feucht machen. Sie sehen, das ist sehr, sehr kümmerlich, und wir werden noch ein paar Minuten kneten lassen von der Maschine. Und dann brauchen wir von uns sehr, sehr viele Kraft, um diesen Teig weiter zu kneten, weil eben sehr trocken ist. Sehr trocken, sehr krümelig. Meine Oma hätte auf jeden Fall nie eine Maschine benutzt, damals gab es sowieso nicht. Und ich denke, dass auch wenn gegeben hätten, hätte meine Oma trotzdem nicht die benutzt. Aber wir wollen uns ein bisschen die Arbeit erleichtern. Jeder von euch hat bestimmt eine Küchenmaschine zu Hause. Deswegen, wir lassen uns helfen, diese erste Phase. Und jetzt sehen Sie, wie trocken die Teig ist. Ja, das ist ziemlich, ziemlich trocken. Und sieht zu Hause, wie würden wir sagen, okay, jetzt gebe ich ein bisschen Flüssigkeit. Nein, wir müssen bleiben bei dieser Konsistenz von Feuchtigkeit, weil wir später die Füllung benutzen. Deswegen ein bisschen mehr Kraft, eine Kraft, der muss viel von oben kommen und durch unsere Handball. Und wir müssen weiter kneten, bis wann irgendwie den Teig glatter aussieht. Es sieht glatter aus, aber nicht weich. Glatt außerhalb und teilweise auch sehr gut glatt innen drin. Und das werden wir noch eine Weile kneten müssen.
Oh Mama mia, ha, ich knete und knete. Und Sie sehen, wie lange ich geknetet habe. Und langsam nimmt ein bisschen eine Form an. Es ist immer noch trocken, trocken noch leicht innen drin, aber ich knete mit viel Kraft und Geduld. Dann schneide ich ein bisschen, schauen wir, oh, jetzt sieht es gut aus innen drin. Und jetzt können wir den Teig bald mit der Maschine durchkneten. Wir machen die immer eine Form wie eine Salami oder ein Brot. Bedecken wir entweder mit einem Geschirrtuch oder mit Frischhaltefolie. Und das ist sehr wichtig, weil wir müssen aufpassen, dass dieser Teig nicht weiter trocknet, weil es ist schon ein sehr trockener Teig. Das könnte dann so eine komische Kruste haben und wird unsere Form nicht so schön sein. Und jetzt sehr, sehr wichtig, wir fangen die Maschine. Immer die KitchenAid, aber wir haben jetzt die Nudelteil eingebaut. Wie Sie sehen, ich lasse jetzt am Anfang ein Stück, nicht so groß, ein Stück von diesem Teig mehrmals bei der Stufe Nummer 1 durchziehen. Und das solange in dieser ersten Phase, den Teig muss glatt aussehen. Es kann sein, wir müssen dreimal, viermal, fünfmal, solange, dass der Teig bei der Stufe Nummer 1 glatt aussieht. Einmal, dass wir sicher sind, ah, jetzt sieht es schön glatt, dann können wir mal weiter die andere Stufe benutzen. Und zwar von 1 bis. Wann wir entscheiden, also wollen wir die dicke 8, dann machen wir bis 8. Wollen wir die dicke 6, machen wir bis 6. Wichtig ist, wir springen keine Stufe, sondern von 1 werden wir auf 2, auf 3, auf 4 immer so eine Passage geben von dem Teig, bis wann wir die richtige Dicke, die wir uns ausgewählt haben, erreichen. In dem Fall haben wir uns entschieden für Nummer 8. Jede Nudelmaschine so hat verschiedene Parameter von dieser Zahl. Wir müssen nur folgen die Nummer. Es kann sein, dass eine Nudelmaschine hat bis 6 oder bis 7, aber in der Regel die universale Zahl für diese Nudelmaschine geht auf jeden Fall fast immer bis 8. Ja, die Dicke wollen wir also dieses Mal sehr dünn machen und deswegen haben wir so einen schönen trockenen Teig gebraucht, damit der Teig dann später nicht mit der Füllung nass wird oder feucht wird. Wir versuchen jetzt viereckige Formen zu geben mit der Hilfe von unserem Nudelschneider und einmal, dass wir den Formen gegeben haben, nehmen wir ein bisschen Füllung. Also die Füllung muss nicht so viel sein. Es muss gerade wie eine kleine Nuss sein. Wir müssen ein bisschen berechnen, wie viel Platz haben wir. Die Füllung beim Kochen wird ein bisschen gehen und könnte die Ravioli oder die Tortelloni platzen lassen. Deswegen werden wir ein klein bisschen Füllung geben. Dann drücken wir die Ränder mit dieser Gabel und passen Sie auf, ich habe kein Wasser benutzt. Oft man sagt, ja, machen Sie feucht mit Wasser, damit dann die Ränder besser kleben. Aber wir brauchen das nicht, wenn wir mit den Gabeln drücken. Und natürlich mit den Gabeln müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht drücken den Teil, wo die Füllung drin ist. Deswegen kleine Nuss. Kleines Stück, kleine. Ich würde am besten so machen. Benutzen Sie 2 kleine Teelöffel, dann können Sie automatisch nicht so viele Füllung nehmen. Und dann können Sie die Füllung gut verteilen, in die Mitte immer. Dann klappen Sie die Ravioli oder die Tortelloni auf sich mit den Gabeln noch einmal drücken und zusammenbinden. In dem Fall haben wir eine schöne Tortellone gemacht, eine große Tortellino. Wir nehmen noch eine andere Postation von. Also mir ist sehr, sehr wichtig, dass Sie ganz genau sehen, wie wir den Teig glätten. Also wie wir diese Lasagneblätter am besten glätten.
Also fangen wir wieder an mit 1. Und bei 1 habe ich jetzt dieses Stück Teig mehrmals. Also 3 bis 5 Mal müssen Sie rechnen. Ja? Sobald dann glatt ist, können wir weiter dann auf Stufe 2 gehen, wie ich schon vorher gesagt habe. Dann auf Stufe 3. Und bitte nicht vergessen, nicht springen von 2 auf 5 oder von 3 auf 6 oder noch schlimmer, von 2 direkt auf 6, weil so habt ihr nur die Folge, dass der Teig zerreißen wird und sie können nicht mehr den Teig füllen. Das ist der meistens Fehler, was viele von euch machen. Das ist mir schon häufig passiert. Und die Frage am meisten war, wieso werden meine Teige nicht so glatt wie bei dir? Ja, das ist nur eine Frage von Geduld. Geduld und so diese Stufe nicht überspringen. Wir haben wieder eine schöne glatte Lasagneblätter. Wir legen wieder schön auf den Arbeitstisch. Berechnen wir ein bisschen, wie viel wir da haben. Und natürlich schneiden wir wieder mit einem Pastaschneider, Nudelschneider. Wir versuchen noch einmal immer viereckige Formen zu geben. Diese viereckige Form ist einfach, weil erlaubt uns verschiedene Formen von Ravioli zu machen. Wir können eine Ravioli rund, wir können eine Ravioli wie eine Dreiecke oder wir können eine Form wie Bonbon geben. Oder eben wie eine riesengroße Tortelloni, was ich am meisten sehr gut finde. Aber das ist wichtig, ist immer, dass diese Form viereckig ist. Wir können vielleicht 2-3 mm falsch machen, aber einigermaßen müssen viereckig sein. Dann, zweite wichtige Passage, nicht vergessen, wir machen ein bisschen die Ränder schöner, damit wir dann später einfach mit den Gabel drücken können. Und jetzt die Füllung. Die Füllung, Sie sehen, es ist nicht sehr viel. Wir müssen immer ausgleichen, wie groß ist diese Stück Pasta. Und da werden wir so eine Menge geben und berechnen, dass diese Füllung im Wasser noch ein bisschen sich ausdehnt und dadurch könnte praktisch die Ravioli oder die Tortelloni aufgehen. Wir drücken noch einmal die Ränder, die kleben nicht, wie Sie sehen, aber mit dem Gabel gebe ich einen schönen Druck, ohne den Teil von der Füllung zu löschen und versuche ich den Form wie die Tortelloni zu binden. Nicht schwer, oder? Das ist nicht schwer. Und immer so schön leicht mit einem leichten Loch innen drinnen. Noch einmal, ich will noch einmal zeigen, wie wir diese Lasagneblätter schön glatt machen. Ich weiß es, das ist vielleicht noch einmal zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. Und wir haben wieder Stufe 1, 3-4 Mal den Teig durchkneten. Dann gehen wir nicht auf 3 oder auf 4, nein, wir gehen auf Stufe 2 und lassen wir, Sie sehen, den Teig klebt überhaupt nicht. Diese Lasagneblatt ist schon glatt, also ist eigentlich fantastisch und wird immer ein bisschen breiter, ja, weil wir fangen mit einer engen Form. Aber nach und nach, dass wir die Stufe zeigen, 5, 6, 7, dann wird diese Stückteig viel länger und natürlich auch viel breiter. Dann haben wir die Breite, die wir eigentlich brauchen, um eine viereckige Form besser zu machen. Wir sind bei 8, weil wir entschieden haben, wir machen heute alles bei 8. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch entscheiden, wir stoppen alles bei 6, je nachdem. Bei Cannelloni oder Lasagne würde ich wahrscheinlich bei 6 lieber bleiben. Aber für unsere tolle Ravioli machen wir gerne bis Stufe 8. Und wir haben jetzt eine schöne Lasagneblatt, sehr große, die wir wieder schön auf den Holzbrett legen. Wir nehmen vorher ein bisschen die Masse, weil dieses Mal schneiden wir mit einer Ravioli-Form.
Ich finde diese Ravioli voll auch ganz toll. Man muss nur vorher die Abstände richtig berechnen. Wir müssen immer ein paar Zentimeter von der Füllung Abstand geben und berechnen wir, dass die Hälfte da von diesen Lasagneblättern muss dann darauf geklebt werden auf der Füllung. Wir nehmen ein bisschen besser die Abstand. Mit den Händen versuchen wir ein bisschen so diese Flexibilität von dem Teig darauf zu verteilen und dann nehmen wir unsere Ravioli-Form. Ich liebe diese Ravioli-Form. Zack, können wir schneiden, drücken und durch eine Flexibilität unter diese Form, dann ergibt sich, dass die Füllung nicht zerdrückt wird. Also ich finde wirklich eine ganz tolle Form. Natürlich, wenn Sie das nicht haben, können Sie ruhig ein Glas nehmen und mit dem Glas einstechen. Mit dem Glas habt ihr nur den Unterschied, ihr habt ja nicht diese so schönen Ränder, aber wir müssen wieder mit dem Gabel arbeiten, drücken, ausschneiden mit dem Glas und mit einer Gabel die Ränder wieder fester machen. Und voilà, wir haben in diesem Fall eine schöne Tortellone oder Tortellaccio, die mit verschiedenen Soßen serviert werden kann. In diesem Fall, wir nennen diese Ravioli oder Medaglioni, aber natürlich für die Füllung und für die Soße folgen Sie uns in die nächsten Videos. Ciao a tutti, alla prossima! Und hat euch das Rezept gefallen? Wenn ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. A presto! Ciao!